Moin Moin YouTube! Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Jo. Ja, Leute, es ist soweit. Es ist soweit. Es ist soweit. 100 Euros. Nein, wir haben unseren Marvin auf der Kamera. Ja, das auch. Das ist wichtiger. Das ist wichtiger. Leute, das ist unser Marvin. Stell dich gerade mal vor. Ja, ich komme auch aus hier Koblenz in der Nähe, wie ihr anderen auch. Ja, alles gut. Ich bin 23 Jahre. Ja. Und das ist der Typ, der bei uns immer hinter der Kamera rumschwirrt und den ihr bisher, wie gesagt, noch nie gesehen habt. Unser Kameramann. Oder den Typ, der Poltergeist spielt, weswegen Pascal nicht so, also zumindest mal für das Deck nicht so mag. Richtig, genau. Ich hasse Poltergeist. Ja, auf jeden Fall, ihr seht uns jetzt alle zum ersten Mal auf einem Video hier in Real Life zusammen. Und das sind wir, das ist unser Kanal. Das sind wir. Das sind das wir, ja. Ist schön. Das ist schön. Cut. Auf jeden Fall. Wir sind die Decken, die ihr abonniert habt. Richtig. So sieht's aus. Ganz genau. Zu den Danksagungen kommen wir gleich noch, Leute. Ihr wisst ja, wie es läuft. Auf jeden Fall, wir wollten uns jetzt nochmal ein bisschen intimer, ein bisschen privater vorstellen. Ich bin auf jeden Fall Pascal. Ihr kennt mich ja schon aus diversen Videos. Nee. Ich bin der Jüngste aus der Gruppe. Ich werde nächste Woche tatsächlich 20 Jahre alt. Und wir haben uns gedacht, erzählst du mal ein bisschen was zu deinen Lieblingsdecks. Im Moment True Draco und Celebrate, aber mein absolutes Favorite Deck ist immer noch Chaos Drachen. Oh yeah. Ihr wisst, wie es läuft. So, ich bin der Fabian, mich kennt er ja auch schon. Ich bin, wie ihr es vielleicht wisst, mal gucken, ob ihr das Video geguckt hattet oder nicht, der Main Cutter hier. Und Bastian. So, ja, würde ich mal sagen, Cutten. Und bin jetzt 22. Und ja, ich hatte mit Dark Magician als allererstes angefangen und ich werde es bald mal wieder spielen, da kommt auch ein Deckprofile. Und aktuell spiele ich am meisten und am liebsten Magnite Invoked. Oh. Er ist ein super Deck, ja. Du hast es hier an der Hals gebracht. Ich weiß. So, ja, ich bin der Seni. Ich war tatsächlich die erste Fratze, die ihr hier auf YouTube auf unserem Kanal gesehen habt. Deshalb hat er mit den 100 Abos auch so lange gedauert. Ich bin 21 Jahre alt, der Zweitjüngste hier tatsächlich, auch wenn man es mir nicht ansieht, teilweise. Du siehst aus wie ein Milchbubi. Ja, ich wollte eigentlich was zu meinem Deck sagen, aber mehr als Cyberdrache ist bei mir aktuell nicht drin, weil ich meine, habe ich glaube ich im letzten Video schon gesagt, Sky Striker ist tot bei mir, habe ich verkauft, Trickster ist tot bei mir, ist auch nicht mehr spielbar. Gut, ich hätte noch Blue Eyes, aber ich nehme das jetzt mal nicht in die Decks mit rein, deswegen Cyberdrache ist bei mir aktuell Main und der einzige Stick. Der Rest ist irgendwie zerstückelt. Ja, mal gucken. Schauen wir mal, da kommt der ja. Vielleicht noch. Und ich bin eigentlich immer nur. Aber wenn ihr Vorschläge habt, die nehmen sie gerne. Ich bin Mr. Fun Guy, weil hier alle ja immer so. Pascal ist ja hier unser Kanal-Update-Fuzzi, das ist unser Cutter-Fuzzi, Marvin ist der Kamera-Fuzzi. Und du bist einfach der Typ, der übrig bleibt. Der ich bin der Typ, der genau, ich glaube halt nur du bist noch am Leben. Du weißt, du bist noch am Leben. Ja, ich also wisst ihr Bescheid. Ja, auf jeden Fall, Leute, jetzt seht ihr uns auf jeden Fall mal alle zusammen, wie gesagt. Und jetzt könnt ihr euch auch mal vorstellen, wie das bei uns immer so abgeht, wenn wir die Videos machen und vor allem davor in der Planung. Wir sind tatsächlich so, wie ihr uns gerade seht. Also das ist jetzt tatsächlich ziemlich real. Verstellen tun wir uns eigentlich nicht auf den Videos, das hatten wir auch nicht vor, von Anfang an nicht. Wo wir jetzt direkt zu den Danksagungen kommen, würde ich mal sagen. Ich habe schon vorher mein Deck vorgestellt. Ja, stell mal dein Deck vor. So schnell. Also abgesehen von Altergeist, was wir ja schon erwähnt hatten. Stimmt. Ja, okay, das spiele ich mittlerweile nicht mehr. Ich habe früher mal eher mit Dino angefangen, relativ, als das rauskam. Relativ viel damit gespielt. Mittlerweile. Immer noch. Nein, nicht mehr so viel. Eher mit Luna leicht. Luna leicht. Es ist leicht, es ist Wer schön. Kennt denn nicht die neue Luna leicht, Alter? Ja. Die Streichzahl Lecker. Runter. Oh Gott. Ja, von Kühen, die am Mond gegrast haben, würde ich sagen. Ach du Scheiße. Perfekt, Leute. Ja. Und jetzt direkt weiter zu Sebi. Genau, die Danksagungen, Leute. Wir haben 100 Abonnenten. 100 Abonnenten sind... Das hat Pascal, glaube ich, fast genauso gesagt im 50-Abo-Video, aber es, ist 100 Abo, es ist unvorstellbar für so einen kleinen Kreis von uns Leuten, die das eigentlich nur hobbymäßig machen, dass 100 Leute, ja, ich hoffe mal, permanent uns gucken und wirklich sehen wollen, was wir machen. Das ist echt ein schönes Gefühl, dass man so wertgeschätzt wird, dass unsere Arbeit hier wertgeschätzt wird, was wir hier machen. Und deswegen versuchen wir auch immer, auf eure Kommentare so schnell wie möglich und so gut wie möglich zu antworten. Die natürlich immer die Personen, die es mehr betrifft, weil sie mehr Ahnung gerade von dem Video haben, weil sie es auch selbst mit aufgenommen haben. Aber
das ist etwas, was uns echt Freude bereitet. Und ja. Kann ich, glaube ich, für uns alle sprechen. Ja, das ist auf jeden Fall. 100 Abonnenten ist zwar im Vergleich zu manch anderen Kanälen zwar nicht viel, aber also uns vollkommen egal. Und wir stellen uns das quasi immer vor, als ob wir quasi Vorträge wie in der Schule machen vor 100 Leuten. Und das ist schon mal was. Das kann man immer gerade so machen. Also ja. 100 Leute, das ist schon eine Einigung. Ich als Student weiß das ja, man kennt das schon am besten, wenn man dann vor einer Vorlesungssaal sitzt und oder steht am besten, ne? Sonst wird es ein bisschen unprofessionell. Ja. Dann wisst ihr, wie viele 100 Leute sind und vor allem, was es auch für einen Kreis zieht. Wenn sich so ein Video, ich sage auch nur mal 80 Leute angucken, Leute, das 80 Leute, das müsst ihr euch mal vor Augen führen, das ist echt viel Zeug. Also, ja. Props dafür nochmal an euch. Seid echt eine gute Community. Da spreche ich auch nur für alle. Ein riesen Dankeschön und wir haben uns natürlich zu den 100 Abos was überlegt. Leute, ja genau. Pascal, im Angebot haben wir heute jetzt erhältlich bei uns im Shop. Ich hoffe, man kann sie sehen. Nein. Ich stehe einfach mal gerade ein wenig auf und zeige euch das mal hier. Wir haben eine Special Edition von Savage Strike. Zur Verlosung an euch, Leute. Also einmal das Structure Deck Soulburner, also die Selmagrades sind ganz genau, falls ihr euch noch nicht mit einer gratis Ash oder so ausgestattet habt. Oder ein Soulburner ist auch immer ganz gut. Genau. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist uns ein Like da zu lassen, uns abonnieren und einen Kommentar in uns ins Video zu schreiben. Und wichtig, wenn ihr uns abonniert habt, müsst ihr auch die Einstellungen drin haben, dass die quasi öffentlich einsehbar sind, dass wir auch über unsere Abo-Liste darüber einsehen können, wer denn uns abonniert hat. Weil ansonsten ist das quasi geheim und wir können das auch nicht einsehen und dann... Ja, genau. Wie läuft das Ganze? Ich hätte gesagt, es läuft eine Woche. Genau, also ihr habt also... ab dem Upload-Datum. Genau, zum Upload-Datum. Wir wissen nicht genau, wann wir das Video uploaden, aber zum Upload-Datum habt ihr eine Woche Zeit, diese Kommentare und die ganzen Bedingungen zu erfüllen. Ja. Und ich meine... Kleiner Funfact hierbei ist, bei 100, 101, 105 vielleicht Abonnenten ist die Chance relativ groß, dass ihr das hier abstauben könnt. Ja. Ich glaube aber, dass wir das nicht als eins machen, als einen Preis, sondern... Ich habe auch gesagt getrennt. Zwei Leute haben hier bei uns da halt die Chance, jeweils eins zu gewinnen. Am besten schreibt in den Kommentaren noch, was von den beiden ihr haben wollt. Genau. Das wäre dann für uns natürlich auch viel einfacher, falls dann ein Kommentar gepickt wird, bei dem es nicht steht. Oder wenn zwei gepickt werden, bei denen es nicht steht, wird es halt random ausgelost und ansonsten machen wir das, was draufsteht. Ja, richtig. Es müsst ihr auch ganz wissen, dass das alles zufällig dann ausgelost wird. Wir gucken jetzt nicht, wer den schönsten Kommentar geschrieben hat. Nein, der heißt wieder, mein Kommentar war aber schöner. Nein, wir machen das alles transparent und objektiv. Richtig. Ja, so wie sich das gehört. Ich denke mal, also zum Verlosungspart, das waren wir jetzt schon mal. Nee. Ja, dann war es soweit, ja. Das war's dann. Nee, auf jeden Fall, was man noch sagen kann, ist einfach, nochmal, um darauf zurückzukommen, diese 100 Abonnenten, wir waren jetzt eine ziemlich lange Zeit auf so Mitte 90 oder so und waren dann überrascht, wie schnell das auf einmal ging auf 100. Nochmal Props an euch, Leute. Ihr seid krass, ihr seid eine krasse Community. Zu den Zahlen, wenn wir pro Video 120 Aufrufe haben und dann 15 Likes und 13 Kommentare oder so, das klingt halt alles extrem klein und extrem wenig, aber das ist verdammt viel. Also wenn man sich das auf größere YouTuber überträgt und hochrechnet, ist das eigentlich noch mehr Community-Präsenz als da, was uns auf jeden Fall sehr glücklich macht, Leute. Ja. Das ist krass, also so viel schon mal dazu. Gibt es noch irgendwas zu sagen, Leute? Ich hätte gesagt, wir haben uns alle mal vorgestellt, wir sind alle zu sehen. Genau. Wir gehen jetzt mit einem Grinsen in den Feierabend. Wohlverdient. Wohlverdient. Ich denke, wir haben uns das auch selbst, klingt jetzt nicht abgehoben, hoffe ich, aber wir haben uns das, glaube ich, selbst verdient, dass wir so einen guten Schritt gemacht haben. Ich bin auch stolz auf uns vier hier. Auf jeden Fall, aber ich bin noch stolzer auf euch, Leute. Nur damit das jetzt nicht falsch rüberkommt. Ihr seid die Besten. Ohne euch gäbe es den Kanal nicht. Wollte mal gerade sagen. Und scheiß auf Artikel 13. Wir bestehen weiter. Also Leute, Anti-CDU. Auch wenn wir keine Videos hochladen. Genau, Anti-CDU. Nein, um Gottes Willen. Wir wollen jetzt hier nicht politisch werden. Richtig.
Wir machen das nicht für Geld, wir machen das aus Spaß. Für den Spaß und für euch. Ja. Richtig. Und deswegen hätte ich gesagt, wir sind raus. Ihr seid die Besten, wir sind Duelcore. Jawohl. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, 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 Leute.